Der Kleintierbereich ist immer sehr einfallsreich, wenn es darum geht, egal ob es Kaninchen, Chinchillas oder ähnliches sind, Namen zu verteilen. Das zeigen wir euch jetzt mal. Wir fangen an mit der Wilden Hilde. Eine Kaninchendame, weiß-braun, 2013 geboren, seit 29.06. bei uns im Tierheim. Ist so ein bisschen größer als normale Kaninchen. Ja, aber sie ist trotzdem kein deutscher Riese. Also so groß dann doch nicht. Aber doch schon größer. Optisch größer. Ja. Und sag mal, so groß wie sie ist, so ist sie halt auch von ihrer Art her. Sie weiß nämlich genau, was sie will. Sie ist eher dominant. Heißt, um genau zu sein, sie beißt auch mal in Füße. Ja, auch in deine. Das ist das möglich. Sie sollte auf jeden Fall zu einem resoluten Bock dazu vermittelt werden. Wir wünschen uns Außenhaltung für die Wilde Hilde. Ja, und sie ist nicht für Kinder geeignet. Sie ist eben auch kein Kuschler. Infos zur Wilden Hilde unter der unten eingeblendeten Telefonnummer gibt es zu dieser Kaninchendame genaue Infos. Weiter geht es dann mit zwei Kaninchen, die nur zusammen vermittelt werden, und zwar Mürgo und Sassi von Mandelsloh. Ja. Mürgo, Kaninchen geboren, der Bock ist geboren im Dezember 2015, also 8 Monate alt. Sassi von Mandelsloh, die Kaninchendame, 2013 geboren. Ein Zwergmix. Ja, sie ist kleiner, ne? Ja. Beide sind seit Mai, Juni bei uns im Tierheim und wie gesagt, nur zusammen. Genau. Du möchtest auch noch was sagen? Die haben sich halt wirklich hier im Tierheim kennen und lieben gelernt und sollten jetzt auch nicht mehr getrennt werden. Auch da wünschen wir uns Außenhaltung. Ja, auch hier nicht für Kinder geeignet. Auch diese beiden sind keine Kuschler. Dennoch sind das zwei lustige Gesellen. Der Mürgo beißt auch ganz gerne. Ja, der beißt auch mal gerne zu, genau. Dennoch, wie du schon sagtest, zwei lustige Gesellen. Auch Infos zu Mürgo und Sassi von Mandelsloh gibt es natürlich direkt bei uns im Tierheim oder noch besser einfach vorbeischauen. Weiter geht es mit zwei Chinchillas, beide weiblich, 2009 geboren, also 7 Jahre alt. Und zwar Brownie und Pancake. Brownie braun, Pancake Aprikos, passt zumindest farblich. Die sind seit 25.06. bei uns im Tierheim, weil sich die Gruppe der Chinchillas nicht mehr verstanden hat. Genau, wurden abgegeben, weil diese große Gruppe hat sich da nicht mehr vertragen. Die beiden vertragen sich aber gut und die sollten nur zusammen vermittelt werden. Zuckersüß, aber nicht zahm. Ja, die brauchen viel Platz. Chinchilla-Haltung ist eine anspruchsvolle Haltung. Es sind halt reine Futterspezialisten. Die nachtaktiv sind. Ja. Dennoch glauben wir, dass die beiden auch für Anfänger geeignet wären, wenn man sich halt, schon mit der Materie Chinchilla, die Haltung und die Eigenheiten, wenn man sich damit schon beschäftigt hat und sich belesen hat. Ganz wichtig. Man sollte wirklich gut informiert sein, wenn man sich Chinchillas anschafft. Nicht nur niedlich, auch wissen. Genau, nicht nur einfach. Das sind keine Tiere, die man mal so nebenbei so, ach, niedlich, nehmen wir mit. Ne? Nein, nein. Infos zu den beiden Chinchillas, Brownie und Pancake, natürlich auch bei uns im Tierheim. Und nochmal den Hinweis, ihr müsst einfach mal vorbeischauen bei uns im Tierheim. Ja. Das war unsere klitzekleine Kleintiervermittlung. Ja. Das war's schon wieder. Bis nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.